Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute aus dem schönen Thailand. Es ist 7:45 Uhr am Morgen und ich habe gedacht, es ist Zeit, um wieder mal Sport zu machen. Ich habe seit über einer Woche keinen Sport mehr gemacht. Nicht, dass das schlimm wäre, aber einfach, weil das viele von euch interessiert. Ich bin jetzt auch gerade nicht die aktivste in diesen Ferien. Und das ist auch nicht schlimm. Ich werde sehen, ich bin nicht aufgegangen wie ein Walross. Ich nehme an, also ich passe noch an meine Kleider, darum ist alles okay. Ich habe hier hinten jetzt ein Tüchli angetan. Das ist ein bisschen suboptimal, aber weil wir heute den ersten Morgen in diesem Hotel sind, habe ich noch kein Mäntel. Und weil ich schon wach bin und gedacht habe, ich könnte ein Video für euch machen, machen wir das jetzt schnell so. Ich habe gedacht, wir fangen an mit einem 500 Wiederholungen Bauchworkout. Ich weiss, ihr liebt das Video und darum machen wir doch eine neue Version davon. Ihr kennt mich. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiss nicht mehr genau, was wir für Übungen gemacht haben. Ich bin jetzt auch nicht anschauen. Und darum machen wir jetzt dann einfach Übungen, wo mir spontan in den Sinn kommen und schauen, was daraus wird. Ich hoffe, es wird euch gefallen. Und wir starten gerade mit der ersten Übung. Vielleicht noch schnell als Info für euch. Ich zähle einfach auf 500. Also wir machen 5 Übungen, insgesamt 100 Mal. Und wenn ihr nicht nachkommt, ist es überhaupt nicht schlimm. Also macht einfach euer Tempo. Auch wenn ihr mal nur 95 kennt, spielt das absolut keine Rolle. Aber ich habe hier jetzt gerade keinen Timer und darum gehen wir auf Wiederholungen. Also, wir starten mit der ersten Übung. Ich komme gerade noch ein bisschen näher zu euch. Und zwar haben wir zwei verschiedene Möglichkeiten. Ihr könnt liegen, das ist die schwierigere Möglichkeit. Ich komme mit den Beinen und mit den Händen führen. Option 1. Option 2, Beine beugen. Und das Gleiche. Ja. Vielleicht wäre es am Anfang noch mit gestreckten Beinen machen. Dann könnt ihr nachher auch zu gebogenen Beinen wechseln. Aber ganz wichtig, lasst einfach den Rücken immer am Boden, dass ihr wirklich den Bauch engaged habt. Hey nein, jetzt rede ich da schon wieder zu viel Englisch, dass wir die deutschen Wörter nicht mehr hinkommen. Dass ihr den Bauch aktiviert habt und nicht ins hohle Kreuz gehen. Ja. Also, wir starten mit unseren ersten 100 Wiederholungen. Und ich würde sagen, wir probieren jetzt einmal 20 ohne Pause. Aha. Also, sind wir ready in Position und los. Gehen wir führen und wir schnaufen aus, wenn wir hochkommen. Aha. Genau. Ich bin auch nicht ganz hochkommen mit den Beinen. Und ich habe keine Angst, auch wenn ich schwätze, ich kann immer recht gut zählen dabei. Uiuiui, ui, 10. 12. Und der Oberkörper bleibt am Boden, he? Das ist recht wichtig. Einfach die Schulterblätter probieren, ein bisschen wegnehmen. Und mach gerade weiter. Ich gehe zu Bogen. Ich kann nach wie vor gestreckt bleiben. Genau. Ich muss sagen, ich merke einfach immer, sobald ich es nicht mehr heben kann. Und dann ist es auch nicht mehr effizient für den Bauch. Und dann nicht das Ego walten lassen, sondern wirklich die Beine beugen. 9, 30. Schnell Pause. Wenn euch der Nacken wehtut, nehmt ein Tüchli und hebt das. He? Weiter, kommen. Wir gehen auf 40. Und 2. Und 40. Wir gehen auf 50. Oh, das ist schon mega warm. Also, und los.
Knie nicht zu weit hinten ziehen. Nacken entspannen. Und 50. Wow. Die Hälfte haben wir. Es fühlt sich jetzt auch schon an wie ein Sixpack. Nein. Und wir gehen auf 60. Ruck runter. Das ist nämlich nichts. Richtig runterdrücken. Und los. Drücken immer runterdrücken. Wir kennen kein Pardon, Leute. Gehen wir auf 70. Wir haben es gleich. Wir haben es gleich. Rausschnaufen und los. Ja, wir probieren Schulterblätter weg vom Boden. Genau. Noch die letzten 30. Machen wir die am Stück? Nein. Sicher nicht. Wir gehen weiter mit 10er Schritt, oder? Ja. Also. Nochmal tief schnaufen. Ruck am Boden und die nächste. Probier die Muskeln zu spüren, die ich brauche. Das ist kein Problem, gell? Ach. Knie. Ach. 80. Wow, ey. Noch 20. Es macht mir ein bisschen Angst, dass man dann erst 100 hat. Packen wir schon. Packen wir schon. Also, wir gehen auf die nächste. Und los. Können wir nochmal alle Kraft rein. Die letzten 10 zählen wir oben. Ist gut. Oder ich zähle für euch. Mal, ich könnte die Hause so richtig mitzählen. 10, 9. Stellen wir euch vor. Ist gut. Zählen wir mit mir. Also, wir starten jetzt. 10, 9, 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1. Wow, habe ich richtig gezählt? Das hat mir 0 auch noch. Oh Mann, ich bin voll verblödet in diesen Ferien. Oh. Gut, die ersten 100 haben wir. Dann. Oh nein, das Mucke. Reis. Gehen wir. Jetzt eine schräge Bauchmuskulatur. Ich bringe eigentlich echt nicht gerne die Tiere um, aber das halte ich dann schon nicht aus. Seit gestern da und ich habe schon so viel Mucke gestellt. Also, wir liegen seitlich herum. Beine können wir übereinander nehmen. Liegen wir an. Und jetzt können wir mit den Hüften so ein bisschen nach hinten. Und von da aus haben wir zwei Varianten. Variante 1, ich komme hier hoch, ganz eine kleine Bewegung,
Variante 2, wenn euch der Nacken zu fest weht, legt ihr den ab und hebt die Beine an. Könnt machen, wie ihr wollt, spielt absolut keine Rolle. Macht 50 auf der einen Seite und 50 auf der anderen Seite. Also, Ausschnuff im Ucho, den Arm am besten strecken und wir lassen los. Ganz eine kleine Wiederholung. He? Ich bin nicht so beweglich, darum liegen meine Beine nicht am Boden. Es ist möglich, dass euch hier den Boden berühren könnt. Meine könnt das nicht. 5, 6, 7. Probieren wir auf 20. 11, 12. Nein, wir probieren 25, das macht mehr Sinn. 15, 16, 20, noch 5, 1, 2, 3, 4, 5, oh mein Gott, wir gehen auf die andere Seite. Holy, holy. Ist okay für euch, macht den Wechsel. Ich glaube, dann sind wir erfolgreicher. Okay. Und los. Es gibt immer eine Seite, die nicht so gut geht wie die andere. Das ist bei mir die. Ich habe gerade gemerkt, ich habe meine Uhr nicht einmal eingeschaltet. Die sagt mir nämlich seit 5 Tagen, ich soll Sport machen. Ich bin noch rausgefallen. Sorry. Ich mache weiter mit 10. 11, 12, 13, 14, 17. Oh mein Gott, 19, 20. Es brennt, oder? 22. 25! Gut, wir gehen wieder zurück. Ich starte jetzt mal das Training. Dann hat sie wenigstens das Gefühl, ich habe heute mal etwas gemacht. Gut. Also. Wieder 25. Wie gesagt, für alle, die der Nacken wehtun, arbeitet mit den Beinen. Okay. Und los. Als würde euch etwas führen zieht an. He? Move. Ist auch egal, wenn ihr nicht mehr so hoch hochkommt. Noch 10. 7. Ich hoffe, bei euch ist es auch warm. Da ist es definitiv. Also. Und gib ihm. 5. Abdrehen, gell? Das funktioniert nicht. Spüren müssen wir es da. 15, noch 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wow. Uff. 200. Die nächste kommen wir in einen Plank. Und zwar haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder kommen wir mit dem Gesäß tief und hoch, das ist die einfachere Variante. Sie kommen so
Und die schwieriger Variante ist, ihr kippt das Becken nach vorne kippen und kommt wieder neutral. Also wie so Bauchmuskulatur richtig zusammenziehen. Sieht so aus. Vielleicht, weil ich euch nicht korrigieren kann, was ihr euch auch vorstellen könnt. Es ist eigentlich die Bewegung, als würdet ihr in den Katzenbuckel gehen und nachher ein hohles Kreuz machen. Also ich komme von neutral einfach in diese Position. Einfach im Plank, ganz wichtig. Wir gehen auf 100 Wiederholungen. Gut, da schaffen wir ein paar aneinander. Hoffe ich zumindest. Also, und los. Füdlibacken richtig zusammenklemmen. Genau. Probiert auch 25. 9. Richtig vorziehen. 20. Wieder ganz neutral kommen. 25. Ich mache mal weiter. 30. Vielleicht schaffen wir es auf 50. Oh, jetzt merkt ihr das. 40. Dranbleiben. Und 50. Wow. Dreimal tief ein- und ausschrauben. Und machen weiter. Komm, wir schaffen nochmal 50. Wenn es nicht mehr geht, höher und tief. Amen. Richtig zusammenkleben. Dreißig. Oh, meine Arme. Oh. Ich glaube, ich habe keine Liegestütze mehr, wenn ich heimkomme. Gut. Was habe ich jetzt auf 30 gezählt, hoffentlich? Ich zähle noch 20. Gut. Und noch. 4. 10. Noch 10. 1. 2. 7. 8. 9. 100. Wow. Top. Ist das warm. Wir gehen für die nächste. So etwas auf den Unterbauch. Wobei, man muss da sagen, es wird immer den ganzen Bauch trainiert. Come back. Und zwar liegen der Herren auf den Rücken. Oh, hey, ich hoffe, ich spüre euren Bauch auch schon. Und von da aus, wenn ihr könnt, könnt ihr die Beine strecken. Aber wir haben es jetzt schon mal ein bisschen von meiner Beweglichkeit gehabt. Ich bin nicht die Beste, was das anbelangt. Darum, ich könnte es auch bogen lassen. Von da aus kommen wir einmal gerade drauf und nachher Seite, gerade Seite. Ich zeige es euch schnell. Die Beine könnt ihr jetzt auch bogen lassen. Ich komme gerade
abdrehen. Seite, gerade, Seite. Also ich drehe die Füße ein bisschen zur Seite drehen. Der Kopf hat eigentlich nichts damit zu tun, aber ich weiss, ich werde ihn brauchen hier. Also ich kann auch den Kopf so ein bisschen heben und kommen so. Für mich persönlich angenehmer, weil dann haben wir allgemein den Kopf schon oben, die Wirbelsäule rundet sich ein bisschen, drückt automatisch im Boden und macht es korrekt. Also wenn ihr mögt, den Kopf gerne anheben. Gut. Wir starten. Ich fange einfach mal an. He? Gut. Und los. Eins. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12. Richtig Knie hochschieben. Oh mein Gott. Was haben Sie vorher gehabt? 12, dann jetzt 16. 20. Genau. Nicht zu euch ziehen die Knie. He? 24. 28. 32. 36. 40. Mach schon Pause. Spüren. Sie tun das wahrscheinlich hier oben. Und das ist das, was alle Leute immer irritiert. Darum ganz wichtig für euch alle, echt zum Wissen, ist einfach, es wird immer der ganze Bauch trainiert. Man kann diese Segmente nicht unterteilen. Gut, wir machen weiter. Komm. 1, 2, 3, 4, 8. Hüfte anheben, kommen. 12, 20, gut, 24, 28, 32, oh, noch 8 kommen. 20. Und dann haben wir 400. Also die schaffen wir. Die schaffen wir. Und los. 1, 2, 3, 4, 8, 12, 16, letzte 4. Sehr gut. So, die letzte. Boah, sie hat mich richtig böse angeschaut, die Mucke. Ich habe gerade in die Augen gesehen. Für die letzte gehen wir. Gehen wir nochmal Seite. Und zwar, mögen wir auf die Füße? Mal kommen, probieren. Ich glaube, mein Tuch ist noch etwas anders gefaltet. Sorry für die Unterbrechung. Aber wenn ihr barfuß sind wie ich, dann lohnt sich das recht, wenn ihr unten an den Füßen etwas habt, wo wenigstens ein bisschen polstert ist. Gut, also wir kommen in den seitlichen Plank und von hier aus höher und tief. Ihr könnt die Füße aufeinander nehmen oder nebeneinander. Ich habe es meistens am liebsten aufeinander. Zum Start aber das beste Teil ist. Wir gehen. Fangen wir mal mit 25 an. Ist gut. Vielleicht schaffen wir 50. Wenn es nicht mehr geht, kommen wir auf die Knie. Einfach hier hoch und tief. He? Fersen. Und besser gesagt Knöchel. Hüften. Schultern, Ellbogen sind in einer Gerade. Schnell kontrollieren. Gut. Also. Und. Wenn wir schon können. So. Und los. 1, 2, genau.
Hüfte richtig hochschieben. 5, 6, 7. Bleibt stabil da. Genau. Was ihr auch machen könnt, ist euch hier abstützen, aber schaut bitte darauf, dass ihr den Oberkörper nicht abdreht. 18. 24. 25. Finde ich gut. Wir bleiben dabei. Gut. Wir gehen auf die andere Seite. Und kommen auch hier auf 25. Und los. 2. 10. Machen keine Bananen, aber auch die Hüfte nicht zu fest für den Druck. Hüfte. 5. Sehr gut. 25. Hey, beide Seiten noch 25 gemacht, haben wir es geschafft. Es nimmt mich ein Wunder, wie lange wir hier schon dran sind. Ich sehe es nicht richtig. Gut. Und los. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oh, sorry Mucke. Die letzte Folge 20. Ready, steady, go. Wir müssen richtig mit dem Bauch schaffen. 20, noch 1, 2, 3, 4, 500. Yay! Wow! Ihr habt das super gemacht. Und ich bin stolz auf euch. Ich hoffe, ich spüre euren Bauch. Es hat euch gut getan. Hey, wir sind 28,5 Minuten hier dran gewesen. Wir haben auch relativ viel geschwätzt. Aber mega lässig haben wir mitgemacht. Ich hoffe, ihr könnt das Training regelmäßig einbauen. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss!